Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu einer Runde Atlas, ich will immer Ark sagen. Atlas, the new survival, evolved, irgendwas, Ark 2.0. Wir sind beim letzten Mal, habe ich euch gezeigt, wie man was baut, wie man essen. Wir haben, ich bin seitdem, kurzes Recap, seitdem draufgegangen, absichtlich, und auf einer anderen Insel gespawnt. Es gab keine Bäume, nicht einen einzigen Baum. Dann bin ich hier gespawnt, nur ich mit allem wieder von vorne angefangen zu bauen, habe mir einen Kasten gemacht und habe jetzt noch für den Shipyard was gefarmt. Das wollte ich euch nämlich ersparen. Und dann bin ich aber, sage ich euch gleich, dann sind hier die Steine nicht respawned. Da haben sie im Chat schon geschrieben, es war einfach nicht möglich, irgendwie Steine zu bekommen. Ja. Das war dezent lästig. Ich weiß jetzt nicht genau, zur kurzen Erklärung, man kann sich ein Schiff craften. Mit Ship Basement. Ein Raft halt. Das müsste, warte mal, wo war denn das? Dass ich das herzeigen kann, geschwind. Da. Seamanship muss man freischalten. Und mit dem im Endeffekt bekommt man dann dieses da, wo ein Raft ist. Ich schätze, ich kann aber das Raft so nicht craften. Also gehe ich mal davon aus, dass ich das Tiny Shipyard bauen muss. Und genau das habe ich jetzt gemacht. Und das werden wir probieren. Die zweite Alternative ist sterben in der Mitte von so einem Kreuz aus drei senkrechten und drei waagrechten Steinen. In der Mitte ist immer ein Hafen, da kann man es auch kaufen, ja. Aber ich habe eher, ich war kurz dort und macht nee, meine nicht, weil ich mag eher das Feeling, ich bin gestrandet und auf einer Insel und will überleben und nicht, ich sterbe halt mal irgendwo, spawn aus heiterem Himmel irgendwo und kaufe mein Schiff. Ja, dort musst du auch alles zusammenfarmen etc. Okay. Jetzt craften wir das mal. Das craftet ja gar nicht so arg lang. Hammer! Das hat einiges braucht. Was hat das braucht, das Zeug? Mal kann ich euch sagen. Das ist jetzt da irgendwo drin. Das Missy brauche ich dann auch. Flint ist jetzt gerade das Problem bei mir da eben, weil keine Steine da sind. Also ich versuche schnell irgendwie so ein kleines Boot zu kriegen, um mich zu verpissen. Oder das wäre das Allergescheiteste. Wo ist er? Wo habe ich ihn wieder übersehen? Da. 160 Fiber war da kein Problem. Da ist viel. Stones liegen rum am Rand zum Einsammeln, weil zum Abbauen sind ja keine da gerade. Thatch, Bäume sind ja genug da und Wood 560, deswegen habe ich auch die Foundations braucht und den Kasten. Das kannst du nicht tragen, aber Wood, wie ihr seht, ist da auch genug. So, jetzt wollen wir das mal schauen. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie man das Ding jetzt da einsetzt. 5. Mach was. Ich weiß nicht. Ich hab das nichts. Ich trottel 6. What is too deep? Okay, da kann ich es leider nicht hergeben. Wo? Ah, da. Da war es geplant. Naja, nicht irgendwas da geplant. Da will mein Water aber nicht. Na, dann setzen wir es halt mal daher. Ich hoffe halt, dass ich da dann mein Schiff weg kann, gescheit auch irgendwie, und das nicht vorne haben muss. Das ist jetzt kacke, weil ich nicht weiß, wie das mit Schiff dann geht. Ich setze einfach mal da hier. So. So. Platzt! Sitzt! Alles gut! Die ganze Scheiße decayt relativ schnell. 16 Stunden ist okay. 16 Tage, 4 Tage. Das ist, weil es das Anfangsgebiet ist. Man kann ja auch kein Landclaim setzen hier. Weil das Problem ist, man kann deswegen kein setzen, weil das ist Anfangsgebiet, sonst werden die zupflastert. Also alles, was da baut wird, explodiert wieder irgendwann. Mein altes Bett im dritten Part, glaube ich, das hat es auch zerrissen, das war einfach weg. Ich weiß nicht wieso, aber es war fort. Gut. Nach vielem Spawnen, Laufen und guten Platz suchen sind wir hier. Und wie ich es vermutet habe, dieses Tiny Shipyard macht man auf. Und da haben wir dann ein Rezept drin. 250 Wood, 60 Hide. Ja, haben wir noch ein Hide? Das zählt ja nicht als Hide, oder? Ach, oh, das zählt als Hide. Hide, das ist alles Hide. Alles rein da. Das Zeichen, das ganze Zeug mit mir eigentlich rum die ganze Zeit, wenn das eh ziemlich wurscht ist. Das ist was anderes, glaube ich. Ja, das mag ich nicht. Okay, wir brauchen Wood, haben wir auch rüber. Wir brauchen Fiber. Fiber. Ist kein Fiber.
Catch. Da ist Fiber. So. Ja, machen wir sich mal so ein kleines Brot. Das machen wir jetzt noch schnell. So, warte, was brauche ich jetzt noch? Ein Bett wäre vielleicht praktisch gewesen, wenn ich auch gebaut hätte. Damit, wenn ich jetzt sterblich wieder irgendwo bin. Aber ich habe ja das gemerkt. Ich habe diesmal Foto gemacht, Koordinaten auf der Map, wo ich da stehe. Ich hoffe, das passt. Aber ich werde, glaube ich, trotzdem. Ich möchte es nämlich gleich aufs Raft stellen dann. Gut, das heißt, wir probieren es mit dem Raft. Wir brauchen Fiber, Hide und Wood. Dann holen wir uns mal Wood. Ich werde mal das alles zusammenfarmen. Und dann. Ich meine, ich weiß nicht, wie lange es dauert. Ich renne halt einfach da rum mal, nehme auf und schneide das halt zusammen. Also, falls es zu lang ist, cutte ich hier. Und seht ihr, sehen wir dann beim Raft-Craften. Aber schauen wir mal, das geht eh dahin. Das ist in ein paar Minuten erledigt. Seht ihr wenigstens mal meine schöne Insel da. Die Bäume habe ich vorne nämlich schon umgeholzt. Die sind alle wieder gespawnt, aber die Steine gehen ab. Das Hide wird jetzt ein bisschen schwieriger. Seht ihr unten auf dem Dreier-Hotbar? Ich habe einen Bogen gebaut. Das ist eigentlich cool. Aber ja, es ist ein bisschen geschissener zum Bauen als. Beschissener zum Bauen als der Speer. Dafür bringt er auch mehr. Der macht, glaube ich, 43 Schaden am Gegner. So. Tut mir nämlich gerade schwer, durch das oft wieder anfangen, die Parts täglich hinzubekommen. Das heißt, ich muss jetzt wirklich mal. Davon kann man buddeln, glaube ich. Ja, kann man. Ich muss wirklich mal schauen, dass ich da jetzt einen Part wieder hinbringe. Ich will ihn noch keinen langweiligen haben, aber dreimal respawnen wollte ich euch auch nicht antun. Also machen wir weiter. So, das hau ich noch ab. Vogel. Der ist mate boosted. So kurz vor der Aufnahme hat noch gemeint, mich da ein Krokodil anzugreifen. Ich habe gedacht, ich spinne. Einmal. Zweimal. Dreimal. Sehr gut. Manchmal verpasse ich es wirklich, aber schön das Wasser reinhauen. So. Gut. Das Holzstück. So. Wie viel Holz haben wir? Wir befinden uns bei 140. Und was haben wir gesagt? Wir haben das jetzt aber auch schon gehabt drin. Da reinschauen. Das ist rüber. 192, das heißt ungefähr 50. Nee. Oh ja. 50 Holz noch, 20 Hide und. Was isst mich da, Halbert? Ah, der. Level 2. Das ist ja nicht so groß. Fuck. Geht schon wieder los. Unfähigkeitsmodus. Brauche ich halt. Wieso? Ah, ich fühle mich da jetzt gerade unwohl. Ich glaube, ich muss mir noch so einen Speer craften. Man kann übrigens einen Speer nicht parallel. Wood und Fiber. Man kann einen Speer nicht parallel zum Bogen anlegen. Also es geht nur eine Waffe. Ich habe doch mit unten den Fiber und ich könnte noch geschwind. Scheiße. Mit ein bisschen Fiber könnte ich schon noch ein paar Pfeile machen. Wäre natürlich auch cool. Na? Boah Gott, na gut, dann gehen wir Fiber holen. Jetzt wird schon aufdringlich. Das Fiber. Ich weiß gar nicht, kann ich mit dem Bogen unter Wasser schießen? Ich probiere es nicht, ich habe derzeit nicht mit Pfeile und das. Am Anfang jetzt ist es ein bisschen länger. Wir sehen jetzt die Fauna da. Ja, hüpf mal. Es ist abnormal, was da rumliegt von Fiber. Steinen. Also das ist, glaube ich, D8, wo ich da gespawnt bin. Es ist echt cool, also man ist mit allem versorgt. Auch mit Essen findet man genauso häufig wie eigentlich Steine. Das einzige Problem ist, dass es keine Rocks eben spawnen zum Abbauen. Deswegen geht man das Flint aus. Flint für die Pfeile vor allem wäre praktisch. So. Ich glaube, das ist wieder ein kurzes Raft-Tutorial. Dann endet es auch irgendwann jetzt mit den Tutorials, weil ja jetzt dann das Spiel, dann geht es einfach dahin spielen. Also nur wenn es was Wichtiges gibt, wo ich sage, okay, scheiße.
das ist jetzt wichtig, da braucht man, das muss ich machen ein Tutorial, weil da fragen viele nach, warum geht das nicht, etc. Dann schon, natürlich, keine Frage. Ich habe auch das Hand-Ding geskillt, weil ich wollte, dass der mehr farmt. Die Hände, aber ich glaube, das hat noch nicht hingehauen, so wie ich das will. Was denkt das? Ich brauche sowieso ein paar Pfeile, oder? Und ein paar machen. Mir gehen nämlich die Scheiß, wenn man das Flint ausgeht, schaue ich mit die Steine, mit die, weil keine Steine da sind, schaue ich da ein bisschen alt aus. Weil ich irgendwie dann das Problem habe, dass ich nicht mehr Bogen-Sachen machen kann. Aber ist wurscht, ohne Flint komme ich auch mit dem Ding nicht weiter. Also ohne Flint komme ich genauso wenig voran mit der Picke. Also mit dem Spike, mit dem Speer. Weil der braucht das auch. Aber jetzt ist das alles Holz, das kann man alles niederholzen da. Das ist schon geil da. Also ich glaube, da sind noch nicht so viel gespawnt. Das sind schon einige Leute hier. Aber das ist nicht so extrem, dass ich sage, oh mein Gott, ich sehe alles überrannt. So. Tetch war, glaube ich, nicht so viel, aber ich glaube, Fiber war 125 oder so, was ich da braucht habe. Das geht sich schon aus. Die verhungert schon wieder, Alter. Jetzt muss ich aufpassen, ich futter schon sehr viel von dem grünen Zeug. Ich habe von dem Fisch vorher umgebracht. Ich muss mal ein Lager. Warte mal. Eh. Muss ich nicht? Ich kann es da. Auch darüber. Fischfilet dazu. Holz rein. Los. Dann machen wir das noch schön. Salz gibt es da auch. Ah, ich habe im Kasten. Nein, da. Ja. Nee, auch nicht. Auf jeden Fall gibt es da auch Salz. Scale. Musik fängt manchmal so abrupt an, dass ich jedes Mal denke, Alter, was ist jetzt hin? Ja, die nehmen wir mit. Rest lassen wir. Liegt daran, ich bin bei Lila rechts doch relativ hoch. Und wenn ich da jetzt, wenn ich das noch weitermache mit dem, vermute ich mal, dass ich früher oder später Wildschwein. Wenn ich so weitermache, vermute ich halt, dass ich dann, ich kann eh nicht alles essen davon, weil ich sonst wieder, sonst verrecke ich wahrscheinlich wieder an zu viel irgendwas. Geht's da? Der Schaster. Oh, noch ein Pfeil. Gott, wo ist denn meins jetzt wieder? Da drüben, glaube ich. Also echt, Leute, man verliert sich in dem Spiel, das ist abnormal. Und wieder links oben. Seht ihr es? How do I get water? Irgendwann kopiere ich dann meinen Let's Play-Link rein. Einfach so. Ach, wieso jedes Mal? Wie Level hat denn der? Zwei? Scheint auch wurscht, wo ich den anschieße. Man kriegt die Pfeile wie ein Ark auch wieder zurück. Jetzt, wenn der jetzt stirbt, kann ich es mitnehmen. Ja. Sehr gut. Dann rennt es dagegen und das sammelt alle Pfeile ein. Also, fast alle. Nein, hat alle eingesammelt. Das ist der Vorteil am Bogen. Speer kriegst du auch wieder, aber wird irgendwo kaputt. Gib mir Leder. Vielleicht geht sich das jetzt schon aus. Ja. Optimal, wenn sich das jetzt schon ausgehen wird. Wenn nicht, nehme ich gleich die Schildkröte da. So, machen wir da mal auf. So, was haben wir darüber? Was fehlt da jetzt noch? Alles Mögliche. Also, es fehlt. Boah, bin ich deppert? Scheiße, das habe ich jetzt alles vercraftet.
machen denn die scheiß Pfeile da unten? Ah! Ich Rotlap Tetsch gefahren. Okay. Auf ein neues, würde ich mal sagen. Das Fiber hole ich, das Wut hole ich mir da noch 50 und dann. Weil das ist jetzt leicht, das Wut. Nächstes Mal brauche ich den woanders hin, echt. So. Level up haben wir auch. Was nehmen wir? Schauen wir mal geschwind. Ja, ich kann das kriege ich eh die halbe Zeit nicht voll. Gewicht, Intelligenz, ja, dann nehmen wir mal Leben. Heid, wie gesagt, haben wir voll. Das. Ah, oh, where to find iron, fragt einer. Das hätte mich auch interessiert, aber ich denke mal, das muss ja, habe ich mir dann zu kümmert, brauche ich noch nicht so. Aber das, ich denke mal, da muss ich auf eine Insel, wo halt Iron ist. Vermute ich jetzt einfach mal. Das futter ich jetzt noch schnell. Jetzt muss ich aufpassen irgendwann. Holz. So, Fiber. Fiber und wir können da was craften und stechen in den See. So. Fiber. Geh mal darüber. Da kriege ich immer am schnellsten was Fiber. Das Wetness da unten übrigens ist jetzt nicht unbedingt wichtig. Das ist immer nur, da wird da schneller kalt oder so, aber in die tropischen Gebiete, da ist das jetzt ziemlich vernachlässigbar. Also da können wir, da kannst du wirklich drauf pfeifen. Ein Händel. Hallo Händel. Required Skill Taming. Muss ich hinkriegen. Eins nach dem anderen, meine Freunde. Nehmen wir das mit. Ich hätte gerne das Sichel oder so. Was haben die geschrieben? Wo finde ich Stein? Ja, das sind die. Die was da umeinander sitzen. Auf die Insel auch. Die kommen dann teilweise jetzt drauf, dass es nicht wirklich Steine gibt. Außer zum Einsammeln dann. Die halt. Obst könnte das jetzt sehen, was man da abfarmen kann, wie deppert. Eine Sichel oder so wäre schon absolut leibend jetzt da. Na, brauche ich jetzt erstmal eine Smithy und bla 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 bla. So. Will haben wir. Fiber, 150, nein, das ist Thatch, 36, nö, ich bin ein Trottel, wirklich, 60, ja, das könnte sich sogar schon ausgehen. Das würde immer geredet, das Spiel hat hunderte von Ressourcen, ja, hat es, aber zum Beispiel allein, ich habe jetzt alleine schon 6, 7 Sachen gefunden, die alle als Thatch zählen, also, wenn es da nicht spezifische Rezepte genau für eine Holzsorte oder so gibt, gibt es in Ark selbst ja auch nicht. Du kannst ja auch jedes Holz nehmen, wenn du Holz brauchst. Also, denke ich mal, wird das da jetzt nicht so extrem anders sein. Different Stones auschecken mit der Picke. Da weiß ich auch, wo ich mein ein Metallerz her habe. So, das war's. Wir gehen zurück. Wir starten durch. Und schauen mal, ob dieses Raft alles hat, was wir brauchen. Oder ob jetzt die Segel und alles auch noch fehlen. Aber da ich da Hide dafür auch brauche. Schätze ich mal, wird das Segel sein. Wäre auch dann unnötig schwer für den Anfang. Es ist jetzt schon nicht so leicht gewesen, jetzt da alles. Da habe ich zum Beispiel schon 3 Mittel. Wer kriegt da so? Egal. Raft bauen.
Ich hoffe, die Viecher demolieren mein Raft nicht gleich, weil so lustig war das jetzt auch nicht, alles zusammen zu farmen. Und du kannst bauen, los! Raft! Wicked! Speed! Boat! Tada! Rotate Sail, das wird jetzt nämlich witzig, weil ihr seht da oben das Boot, wo der Wind herkommt. Der Wind kommt von links. Das heißt, gegen den Wind sailen ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so leiwand. Ja. Wir werden da mal Open All Sails, Open irgendwas, Fully Rotate. Kann man das Ding eigentlich irgendwie upgraden? Oh. Das Upgrade sich von allein oder was macht das? Hm. Wieso kriegt das schon wieder. Wieso kriegt das Damage? Naja. Soll es so sein? Ich beende den Part jetzt mal. Wir haben gesehen, wir haben einen Raft. Ich hoffe. Oh, das Apostroph kann er nicht im Namen. Ah, da unten schon. Ich hoffe, das passt. Ich schaue jetzt mal, wenn ich da rumfahre, damit, ob das überall Damage kriegt oder was da los ist. Oder ob da wer dagegen gehauen hat, weil jetzt kriegt es ja gar keins. Und wenn nicht, referiere ich es halt einfach wieder. Gut, Leute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war ein Raft-Craften und Ding. Beim nächsten Mal gibt es Rumgurken damit. Bis zum nächsten Mal. Schaut's wieder rein. Habt's noch einen schönen Tag. Und ciao.